Dritte Runde, Check-in. Kaya lässt ihn noch etwas Zeit. Aber er kommt, das ist das Wichtigste. Kann also weitergehen. Ringrichter ist übrigens Holger Wiemann, Punktrichter Jürgen Langos und Oliver Brehm. Ja, schön durchgekommen mit der rechten. Aufwärtshaken, klar, sie nochmal nachgesetzt. Oh, da wankt er jetzt. Chetin Kaya, beeindruckt. Ja, hätte er vielleicht auch ein bisschen nachsetzen sollen. Mehr Druck noch erzeugen, Goran Gokic. Da hat er so eine Sekunde lang gezuckt, da hat man gemerkt, das hat ihn durchgeschüttelt. Jetzt hat er natürlich wieder Zeit, sich zu berappeln. Er probiert es gar nichts mehr. Öcalan Çetin Kaya, erinnere mich an den letzten Kampf, seinen enttäuschenden Auftritt gegen den Kubaner Pedro Carrion. Da ging es um die internationale deutsche Meisterschaft. Auch sehr passiv, da nochmal die Rechte durchgekommen. Oi, 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 oi. Klasse Aktion jetzt hier von Goran Gogic. Aber ein Eisenschädel hat er, Çetin Kaya. Die muss man erstmal wegstecken. Ja, da wollte er international Doktor werden, aber der lange Kubaner gewann dann schließlich gegen ihn, musste den Meistertitel da wieder niederlegen. Und so ist neuer international deutscher Meister Alexander Ustinov. Çetin Kaya kann zumindest sagen, ich habe auch mal um die deutsche Meisterschaft geboxt. Mehr war es nicht. Ja klar, unterlegen jetzt. Kaum noch Aktionen von Çetin Kaya. Schaut er Richtung Gogic in der Hoffnung, dass er nicht allzu viel einschlägt. Zieht er die Deckung wieder hoch. Oh, doch mal eine Aktion von ihm, guck. Versucht er aufwärtshaken, die rechte. Also so ganz abgemeldet hat er sich noch nicht. Ja, das macht der Gogic nicht so gut. Da stellt er sich vor, Çetin Kaya macht gar nichts. Also, wenn er da schon seinen Gegner bedrängt, dann muss er auch schlagen. In der Ecke von Gogic, Carsten Röber, der neue Cheftrainer des Arena Boxstalls. Ganz erfahrener Mann, ganz ruhiger Mann, sehr analytisch. Der richtige Mann am richtigen Fleck. Gute Runde von Gogic. Die dritte. Nein. Immer wieder von draußen, bleib doch nicht stehen, da hast du gar nicht nötig und so weit reinschieben. Immer wieder mit den Dings arbeiten, mit der Führungshand, ja, mit dem Jab. Und dann ist es halt mal dieses Recht zugetreten, das kommt bestimmt gut. Ja? Und locken immer wieder unten im Wechsel, mal zum Körper, mal zum Kopf. Ja, unten am Täuschen und dann, ja. Okay, eben. Ringfrei zur vierten Runde. Seconds out. Vierte Runde, diesmal braucht Gogic etwas länger. Box. Auf sechs Runden ist der Kampf angesetzt. Die Hälfte ist also vorbei und tja, muss ich da was einfallen lassen, wenn er irgendwie dann noch zum Erfolg kommen möchte. Das ist ein ganz schöner Kasten, dieser Goran Gogic. 1,95 Meter groß, 114,5 Kilogramm hat er auf die Waage gebracht. Die rechte wieder krachen zum Kopf von Çetin Kaya. Und er wirkt einigermaßen austrainiert. Ein paar Röllchen hat er noch, aber ist schon viel Muskel dabei. Çetin Kaya, 1,85 nur groß, 100 Kilogramm. Er müsste halt versuchen, an den Mann ranzukommen. In Fight seine Qualitäten da auszuspielen, aber
wahnsinnig schwer, da an dieser steifen Linken vorbeizukommen. Die schlägt er ja auch kraftvoll. Naja, Gogic immer wieder mit der Linken erfolgreich. Ja, da hat er schon mal die Rechte angesetzt gehabt, auch nochmal zurückgezogen. Ja, dann ist mal ganz kurz, wollte er nach vorne gehen, Cetinkaya, wird sofort wieder abgefangen von der Linken. Und so solche Schläge, dann nimmt man 2-3 und dann überlegt man sich dreimal, ob man noch einmal versucht. Selber aktiv zu werden, macht er jetzt allerdings, aber auch die Deckung bei Gogic. Dicht, kommt kaum was durch. Cetinkaya hat 3 Niederlagen bislang auf dem Buckel. Gegen Josef Jakob, dem ehemaligen Muay Thai- und Kickbox-Weltmeister. Das war 2004 gegen den gebürtigen Libanesen Belchan. 2005 und eben gegen Pedro Carrion. Welche Runde ist das? Fünfte? Das kommt die fünfte, sechste. Ja. Fünfte kommt das. Jetzt müssen zwei Runden raufhauen. Ich habe noch Wasser. Riskier's einfach. Scheißegal. Wir haben noch Wasser, weißt du? Haben wir noch Wasser? Ja, ja, haben wir noch. Kann ich hier ruhig jetzt. Nee, ich will noch was. Muss man zahlen, Schütz? Ja. Machen wir rein. Ringfrei zur fünften.